Es ist ja auch mein Job, Lizenzen zu verhandeln. Das heißt, eigentlich dürfte es mich ja gar nicht mehr geben in einer Welt des Open Access, müssten wir ja nichts mehr kaufen. Da wäre ja die andere Seite nur mit der Administration der Publikation beschäftigt. Seit über 20 Jahren ist Open Access ein Thema. Für viele aus der Forschungs- und Bibliotheksszene ist Open Access das Ziel bzw. die Lösung. Wo stehen wir heute beim Thema Transformation zu Open Access und beim Thema Literaturversorgung? Ich spreche dazu mit Petra Labriga, die seit letztem Jahr für das strategische Lizenzmanagement bei ZBME zuständig ist. Und das Schöne ist für das Gespräch mit Petra Labriga, sie kennt alle drei Seiten, die Seite der freien Wirtschaft, die Seite der Verlagswelt und die Seite der Bibliotheken. Hallo Elke, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Um gleich mal so den Einstieg in das Thema zu finden, welche Publikationsmöglichkeiten gab es denn traditionell bei Verlagen und wie hat sich das im Zuge der Open Access-Bewegung in den letzten Jahren verändert? Naja, traditionell war bei den Verlagen immer schon möglich, dass ich als Forschender meine Ergebnisse meiner Forschung veröffentlichen lasse. Und dazu gibt es natürlich viele Schritte, die den Forschern auch bekannt sind. Aber es war halt immer so, man hat immer schon unentgeltlich seine Forschungsergebnisse dann publizieren lassen. Also man hat dafür nie Geld bekommen. Musste sich immer schon eine Zeitschrift suchen, die, wenn möglich, ein hohes Renommee hat. Da kommt vielleicht später der Journal Impact Factor auch zum Tragen. Das ist ja so ein heikles Thema. Und dann wurde veröffentlicht und auch mit großen Zeitspannen. Also das kann ja sehr lange dauern bis heute, bis ich eben von einem sogenannten Preprint dann zu einem richtigen Print komme und dann meine Forschung in der Welt ist. Also wenn wir jetzt 30 Jahre zurückgehen zum Beispiel oder vor die digitale Welt zurückgehen, das war schon ein sehr langer Prozess, bis dann wirklich das draußen gelesen werden konnte in Papierform, was ich geschrieben habe als Forschender. So hätte es ja immer weitergehen können, aber dann kam ja vor über 20 Jahren diese sogenannte Zeitschriftenkrise auf. Was ist da passiert? Die Zeitschriftenkrise wird unterschiedlich datiert. Manche tun sie in die 70er Jahre. Ich persönlich würde sie eigentlich eher so die späten 80er, 90er Jahre legen. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass sich das wissenschaftliche Publizieren an sich verändert hat. Es ist nämlich sehr kommerziell geworden. Also es gibt ja wissenschaftliches Publizieren seit dem 16., 17. Jahrhundert, angefangen vor hunderten von Jahren mal in England. Da ist auch die älteste Fachzeitschrift, die es gibt, die es auch heute noch gibt, die heute noch herausgegeben wird. Aber das wurde natürlich am Anfang sehr dilettantisch betrieben und es ging immer darum, eigentlich ein Gedanke des Open Access, lasst uns alle daran teilhaben lassen, was ich hier erforscht habe. Und das hat sich dann in den späten 60er Jahren stark geändert. Von England ausgehend hat man gesagt, wir müssen einfach profimäßiger publizieren, wir müssen schneller werden, wir müssen hier Gas geben. Und dann wurde aus einem Zusammenschluss von einem englischen Verlagshaus und Springer Pergamon Press erfunden und da ist dann ein Robert Maxwell eingestiegen und der war sehr kommerziell und daraus ist dann etwas entstanden, was vom Wert her hundertfach später mal an Elsevier verkauft worden ist. Und das sagt man, ist so diese Geburtsstunde dieses kommerziellen Verlegens und das hat sich dann ja niedergeschlagen in fast allen großen Verlagshäusern und da ist richtig viel Geld gemacht worden und die Bibliotheken konnten es nicht mehr bezahlen. Irgendwie. Genau, das ist ja... Das ist die Zeitschriftenkrise aus Sicht der Bibliotheken. Richtig. Das ist ja zumindest der Grund, wieso ZBME damals eingestiegen ist. Ich kann mich erinnern, ZBME hatte auch nicht genug Budget, nicht genug Etat, um diese Zeitschriften wirklich finanzieren zu können. Und dann kam eben die Open Access Erklärung. ZBMed war einer der Player, die da mitgemacht haben. Und was ist denn für die einzelnen Player passiert? Also für die Bibliotheken, für die Verlage und für die Publizierenden. Wie haben die dann darauf reagiert, auf diesen Versuch, alles frei zugänglich zu machen?
Ich glaube, man sollte unterscheiden diese verschiedenen Perspektiven, die es im Open Access gibt. Es gibt ja einmal diese idealistische Perspektive. Die ist auch heute noch vertreten bei einigen Forschenden, die sagen, lasst uns mit diesem kommerziellen Verlagswesen komplett brechen und damit aufhören und alles Open Access publizieren. Wir machen eigene Server, wir machen im Prinzip wieder eine eigene University Press, könnte man sich vorstellen. Die digitalen Mittel sind ja da. So, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Verlagshäuser, die großen Verlage, die irgendwann gezwungen worden sind. Also wir reden schon sehr, sehr lange von Open Access, auch von dieser idealistischen Idee, aber es war nie genug Druck drauf, dass die Verlage sich wirklich bewegen mussten. Das ist eigentlich erst in den letzten paar Jahren passiert, nämlich durch große Forschungsgemeinschaften, Stiftungen, die gesagt haben, und die EU, also Wellcome Trust, Bill und Melinda Gates Stiftung, die gesagt haben, wir geben euch nur noch Geld für Forschung, wenn die Ergebnisse Open Access publiziert worden sind. Und das war politisch. Und die EU hat sich dann auch damit eingereiht und ist ja auch ein mächtiger Player und hat dann 2018 ungefähr gesagt mit dem Plan S, wir werden nur noch hier Forschungsprojekte unterstützen, wenn die Open Access veröffentlicht werden, die Ergebnisse davon. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass die Verlage sich endlich bewegt haben. Also vorher war das immer so ein bisschen Lippenbekenntnis. Ach, wir machen auch ein bisschen Open Access. Ich muss rausnehmen natürlich die Journale, die von Anfang an als Open Access Journale gestartet sind. Das ist natürlich über diese 30 Jahre immer wieder passiert. Es gab tolle Sachen wie Open Archive bei den Physikern. Und die haben auch immer, das war immer für die klar, dass sie ihre Sachen teilen und dass sie mit allen darüber sprechen und dass da nichts versteckt werden soll. Also war das für die schon von ihrem eigentlichen Wesen, wie die forschen, völlig normal, Open Access zu gehen. Und das hat super funktioniert, aber in anderen Bereichen hat es eben sehr viel länger gedauert. Das ist ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, dieses fachspezifischen Unterschiede, die es bei Open Access nun mal gibt. Es reagieren ja nicht alle gleichermaßen, also nicht alle Fachdisziplinen haben gleichermaßen reagiert. Jetzt ist ja ZB Mädchen ja für die Lebenswissenschaften. Nehmen wir mal als Medizin so als ein großes Fach aus. Wie ist es für die Lebenswissenschaften oder speziell für Medizin? Im Vergleich zu den anderen Fächern? Ich glaube, dass gerade bei den Lebenswissenschaften und gerade bei der Medizin das Prestige eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also wo veröffentliche ich? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ausschließlich bei der Medizin so ist, aber es gibt ja sehr, sehr berühmte Journale, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, ihr Renommee aufgebaut haben. Und wenn ich dann als Wissenschaftler genau da meinen Artikel platzieren kann, dann bedeutet das eben für mich einen echten Karriereschritt. Das wird dann für meine zukünftige Beschäftigung wichtig sein. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, wird man gucken, wo habe ich veröffentlicht. Und damit birgt eigentlich der Wissenschaftskreislauf an sich, also wie Wissenschaft funktioniert und wie Wissenschaft belohnt wird quasi, birgt ein eigenes Problem, was so ein bisschen gegen Open Access leider fungiert. Es geht tatsächlich um Reputation, weil es für die Karriere einfach entscheidend ist, wo ich als Wissenschaftler veröffentliche, Wissenschaftlerin. Wir sind jetzt bei dem Thema, wie haben die einzelnen Player auf die Zeitschriftenkrise reagiert? Also wie haben zum Beispiel auch Bibliotheken sich neu aufgestellt? Welche Angebote haben Bibliotheken neu geschaffen? Bibliotheken haben unter anderem das Angebot geschaffen, dass ich als Forschender oder als Forschende meine Arbeit auch in einem Repositorium hinterlassen kann, eben bei der Bibliothek zum Beispiel. Das ist das sogenannte grüne Open Access. Ich kann also ein Preprint dort lassen oder ich kann dann eben meine abgeschlossene Arbeit dort einfach hinterlegen. Die ist dann frei zugänglich. Das ist Teil vom sogenannten grünen Open Access und ist somit also für die Welt auch eine Möglichkeit, meine Arbeit dort zu finden und eben ohne Bezahlschranke lesen zu können. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man eigene Veröffentlichungsplattformen ins Leben ruft. Das ist ja bei ZB Med auch passiert. Da haben wir Publisso. Das heißt also, ich kann dort eben auch in einer Zeitschrift quasi, also online, meine Artikel veröffentlichen. Und das ist dann auch ein direkter Weg zu Open Access, eine Lösung, die Bibliotheken anbieten. Jetzt ist natürlich das sehr fachspezifisch. Also gerade in der Medizin oder in den Lebenswissenschaften, da wissen wir alle, wie wichtig die Forschung, wie essentiell die Forschung gerade in diesen Fachgebieten ist. Da haben wir ja eine spezielle Situation von Kosten und von Nutzen
für die Community. Kannst du das ein bisschen skizzieren, wie es aus deiner Sicht ist? Ja, bei den Lebenswissenschaften ist es natürlich so, oder sagen wir aber gerade bei der Medizin, da wird ja sehr, sehr viel publiziert. Wir sind ja eine wahnsinnig publikationsstarke Disziplin, was ja in beide Seiten Kosten verursacht. Also wer publiziert, wer forscht, liest ja erstmal viel. Ich muss ja immer den Stand der Forschung erstmal ergründen und dann auch wiedergeben. Das heißt also beim Lesen, wenn ich auf eine Bezahlschranke treffe, muss ich ja schon sehr viel investieren. Das heißt, meine Bibliothek muss da für mich bezahlen, damit ich lesen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zu Open Access gehen und wir gehen ins Gold Open Access, was dann eben bedeutet, ich zahle als Autor, als Autorin für meine Publikation. Weil wir so viel publizieren in der Medizin und in Lebenswissenschaften, wird das dann auch gleich wieder sehr, sehr teuer. Erzähl doch mal gerade aus deiner Sichtweise, die du auch die Verlage kennst, wie haben die Verlage dann auf diese Open Access Bewegung reagiert? Ja, ich hatte ja vorhin mal gesagt, es gibt diese idealistische Sichtweise, wo man ja dann eigentlich sagen würde, alle Verlage sollen jetzt mal verschwinden und wir machen das jetzt alles selber. Realistisch ist das natürlich nicht. Realistisch ist es so, dass die Verlage sagen, wir haben hier ein Geschäftsmodell. Das wissenschaftliche Publizieren ist wie eine Cash-Cow. Das läuft. Wir haben ja gerade bei Elsevier, die sind dann natürlich immer als besonders böses Beispiel genannt, Profitmargen von 35%. Das erreicht kein Google, das erreicht kein Daimler Chrysler, wie auch immer. Also, können auch Bibliotheken nicht bezahlen. Bibliotheken können das auch gar nicht bezahlen, natürlich. Und Verlage sichern ihr Geschäftsmodell. Und das machen sie bei Open Access ganz genauso, wie sie es vorher bei den Subskriptionsmodellen gemacht haben. Es geht darum zu sagen, wir wollen als Verlag auf gar keinen Fall weniger Geld verdienen. Also versuchen wir jetzt, dass die Publikationsgebühren, also die sogenannten APCs, dann so gestaltet werden, dass ich die Bibliothek bitte, doch genauso viel zu bezahlen in Zukunft, wie sie das bisher für die Subskription gemacht haben. Aber jetzt gucken wir eben, dass wir es dann als Publikationsgebühr einnehmen. Genau. Ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist eben diese Reaktion, die es ja gab, weil eigentlich war ja die Idee, wir machen mehr und mehr Open Access. Die Förderer sind auch dafür, Open Access zu publizieren. Es gibt eine Verpflichtung, Open Access zu publizieren. Theoretisch wäre dann ja alles gut. Ist es aber nicht. Eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil eben letztendlich auch die Open Access Gebühren so hoch sind. Wobei es auch Open Access gibt, der tatsächlich kostenfrei für die Publizierenden ist, also für die Forschenden, die publizieren, also das gibt es auch. Also die Welt ist wie immer grau und nicht schwarz-weiß. Oder bunt. Oder sehr bunt. Sehr bunt. Trotzdem eben aufgrund dieser sehr hohen Publikationsgebühren, gerade für diese hochkarätigen High-Impact-Journal-Factor-Zeitschriften, dieser Punkt, es gab ja eine Reaktion, also Stichwort Deal, kannst du das nochmal erläutern? Was dahinter steckt? Also die Deal-Verlage, da haben wir ja im Moment zwei, die es schon gibt, wo schon sogenannte Deal-Verträge laufen. Dann gibt es einen dritten, nämlich Elsevier, wo wir alle wissen, dass da viel verhandelt wird, aber noch nicht viel passiert ist. Und das sind halt drei von den Big Five. Und da muss man leider sagen, dass eine Konzentration im Verlagswesen stattgefunden hat über die 30, 40 Jahre, wo eben auch sehr, sehr viele Society-Publisher aufgekauft worden sind und sehr, sehr viele kleine Verlage, die früher mal selbstständig waren, heute bei Elsevier sind zum Beispiel. Also man kommt an denen nicht vorbei. Und die meisten Disziplinen, also vor allem auch wir in den Lebenswissenschaften, haben sehr, sehr viele Journale, die einfach dann auch bei diesen großen Verlagen untergebracht sind. Und jetzt hat man sich überlegt, okay, wir wollen Open Access publizieren. Wir wollen gleichzeitig aber natürlich auch weiterhin mit diesen Verlagen zusammenarbeiten, die ja auch lange schon einen guten Job machen. Also das muss man ja auch mal sagen. Man darf ja nicht immer nur schimpfen. Die haben fantastische Plattformen, die haben fantastische Produkte, die die Forschenden auch gerne nutzen. Und insofern ist man zusammengekommen und hat eben diskutiert zuerst mit Wiley, das war der erste Vertrag, dann mit Springer Nature und mit Elsevier ist man eben noch auf dem Weg. Da gibt es aber auch Kritik und ich nehme an, darauf willst du auch hinaus, dass man vielleicht auch kurz drüber spricht, was ist ein Deal nicht so perfekt. Also es gibt, das ist genau der Punkt, also es gibt auf Twitter intensive Diskussionen, auch auf Konferenzen, als es noch ging oder auch virtuell. Also das Thema, das ist ein viel diskutiertes Thema, das ist durchaus ein Faktum,
Also deswegen wäre es für mich schön, so herauszuarbeiten, wo sind die besonderen Herausforderungen bei Deal? Ja. Wie siehst du die? Ja, man kann ja zum einen sagen, ich habe ja eben von dieser von der ethischen Variante gesprochen, des Open Access Gedanken, beziehungsweise von dem idealistischen Gedanken. Mhm. Und der Deal-Vertrag oder die Deal-Verhandlungen sind wahnsinnig pragmatisch. Also da geht es einfach darum zu sagen, wir wollen Open Access publizieren, wir wollen das gerne mit den großen Verlagen auch machen. Wie können wir da pragmatisch zueinander kommen? Mhm. Und da fallen eben einige der idealistischen Punkte, die ursprünglich bei der Open Access Bewegung eben sehr, sehr wichtig waren, fast hinten runter. Da geht es zum Beispiel auch um solche Gedanken wie, man hat mal gesagt, wenn wir Open Access publizieren, dann kann die Welt davon profitieren. Das heißt also, hier im reichen Deutschland wird für eine Publikation bezahlt und in Afrika kann ich es dann umsonst lesen. Und das ist aber leider nicht immer der Fall. Sondern gerade bei Deal ist es ja jetzt so, dass die Springer Nature Titel geöffnet werden für Deutschland, aber auch nicht für ganz Deutschland. Das ist auch so ein Fehler. Sondern nur für alle Institutionen, die sich an Deal beteiligen. Das heißt, wenn ich mir das nicht leisten kann, mich an Deal zu beteiligen, haben dann auch meine Nutzenden keinen Zugriff auf alle Springer Nature Titel oder alle Elsevier Titel. Entschuldigung, oder alle Wiley Titel. Bei Elsevier sind wir ja noch nicht angekommen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Dann gab es auch vom Börsenverein sehr viel Kritik. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der ja alle Verlage vertritt und nicht nur die Big Five. Oder die Big Two, kann man ja im Moment nur sagen. Und die sagen halt, das macht ja was mit dem Veröffentlichen. Also wenn diese Bibliotheken in Deutschland, wenn dieses große Konsortium mit Springer Nature und mit Wiley einen Vertrag hat auf Publizieren, das heißt also, das ist ja schon verhandelt, dann gehe ich ja vielleicht als Universität hin und sage zu meinen Nutzenden, zu meinen Forschenden, jetzt mach deine Publikation aber bitte auch bei Wiley, das ist schon bezahlt. Oder mach es bitte bei Springer, das ist schon bezahlt. Und vielleicht würden die sonst eben in kleineren Verlagen veröffentlichen. Und die haben dadurch weniger Chancen. Also das ist ein Kritikpunkt, der sicherlich bedenkenswert ist. Wir haben jetzt also gesehen, wie sich die Welt des Publizierens im Laufe der Zeit verändert hat und wie die einzelnen Beteiligten diese Transformation erlebt und begleitet haben. Es geht also um Transformation. Es gibt diesen großen Begriff der Transformation, der sitzt quasi über allem. Also weil es darum geht, eben vom Subskriptionsmodell langfristig zum Open Access Modell zu kommen. Es gibt es innerhalb Deutschlands, aber auch natürlich überall auf der Welt ist das Thema, dann doch sehr ehrgeizige Pläne. Mhm. Und man hat eben ja gesehen durch Plan S, der innerhalb der EU war, 2018, dass auf einmal ein Schrecken durch die Verlagsszene ging, weil auf einmal das wurde ernst. Also auch wir von den Bibliotheken her versuchen jetzt dann doch ein bisschen Druck zu machen und zu sagen, wir hätten jetzt gerne einen Plan für die nächsten paar Jahre. Wie sieht das aus mit 2025? Jetzt denken wir gerade noch, es sind noch 3 Jahre, aber die sind ja ganz schnell um. Mhm. Und eine Transformation heißt eigentlich immer, das ist eine Übergangslösung. Mhm. Also das sind sehr komplexe Verträge, wo man eben wirklich ausrechnet, was zahlt die Bibliothek im Moment, wie viel darf sie dann demnächst publizieren, das wird dann abgezogen. Es gibt also immer noch diese sogenannten Publish-and-Read-Verträge, Read-and-Publish-Verträge. Also sehr, sehr komplex und das soll alles nur ein Übergang dazu sein, im Prinzip eine Chance für die Verlage, ihr Modell zu verändern. Aber wir haben eben gesehen, dass eine lange Zeit eben die meisten Verlage da mit sehr starker Handbremse gefahren sind und wir beide könnten es auch verstehen, wenn es unser Geschäft Modell wäre, wo wir sehr gutes Geld mitmachen, warum sollen wir das ändern? Aber wie siehst du jetzt die Zukunft, wenn du so ein bisschen den Blick in die Glaskugel machst? Also ich gehe mal davon aus, ich habe ja gesagt, es dürfte mich eigentlich gar nicht mehr geben. Richtig. Ich glaube, es wird mich noch geben oder eine Nachfolgerin, einen Nachfolger, weil ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, nicht daran glaube, dass wir das so schnell schaffen von heute auf morgen. Also auch ne, 30 Jahre haben wir es schon versucht, die Verlage davon zu überzeugen, ganz auf Open Access zu gehen. Ich meine, es gibt ja außerhalb der kommerziellen Verlage, also das ist vielleicht noch ein Wort, was sehr wichtig ist, kommerzielles Verlagswesen. Es gibt natürlich auch andere Verlage, die bei Gesellschaften sind, diese sogenannten Society Publishers und so weiter. Manche leben auch sehr gut von dem alten Modell und finanzieren sehr viel darüber, sind aber nicht in diesem Metier, dass sie große Profits machen. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass wir wirklich 2025, sage ich jetzt mal, komplett auf Open Access
Praxis alles umgestellt haben, weil es ist so ein bisschen, ich würde mal den Vergleich wagen mit der deutschen Autoindustrie. Auch die bauen die alten Dieselfahrzeuge, solange es geht und solange sie die verkauft bekommen. Ja. Und ich glaube eben auch, dass diese riesigen Verlagskonglomerate eben ihr Ding weitermachen werden, solange das geht. Also wenn sich die Wissenschaft nicht ändert, und da will ich jetzt nicht von den Bibliotheken quasi ablenken, wir tun sicherlich unser Ding und können auch noch mehr machen, aber diese Reputationsgeschichte, die du eben erwähnt hast in der Wissenschaft, die ist schwierig und die verhindert teilweise auch, dass eben mehr in Open Access Zeitschriften publiziert wird und unterstützt in gewisser Weise dieses alte, geschlossene Bezahlschrankenmodell. Gut, also wir sehen, also es sind unglaublich viele Faktoren, die reinspielen. Also allein auf Open Access und die Rolle von Bibliotheken zu gehen, das ist wirklich nur ein Ausschnitt und das ist so komplex, weil wir eben diese vielen Player mit den verschiedenen Interessen und den verschiedenen Bedarf haben, sodass es einfach sehr, sehr spannend bleibt, wie es weitergeht. Wir werden einen Film auch zur Reputation noch machen, weil das Thema so spannend ist. Vielen Dank schon mal für heute an dich, Petra. Wir sehen uns dann in 10 Jahren wieder und gucken, wie weit wir dann mit Open Access gekommen sind und ob du dich fast überflüssig gemacht hast. Sehr gerne, ich werde alles dafür tun. Wunderbar, herzlichen Dank.